Freedom is the ontological condition of ethics. It is always a part of the regime of truth in society. It is denaturalized and deconstructed. There is no freedom as an objective reality beyond power relations. The notions of power, resistance, and freedom are all interconnected. Power is everywhere, but so is corruption. Docility is inherent to power relations. There is no voice of power, but resistance is possible within nobody. Able to dance, to approve the situation, and to be free. There are two ways of thinking about freedom. Also für meine Freiheit, für was ich bin und was ich sein möchte, kämpfe ich bis zum Tod. Ich weiß tatsächlich nicht, wie weit ich gehen würde für meine Freiheit. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich kämpfen würde, ob ich, so wie mein Großvater, in den Untergrund gehen würde, mich jahrelang vor den Nazis verstecken würde, um für die Freiheit zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Wir fühlen uns frei, weil wir genau innerlich denken. Wir denken selber, dass wir frei sind. So wie wir diese Leben ist niemand frei. Freedom as an ethic of the concern for the self, defined as the practice of freedom. Ich denke, jeder Mensch kämpft auch subtil um seine Freiheit. Ich denke, die Weise, wie Kapitalismus funktioniert, macht uns nicht frei. Es gibt nie pure Freiheit. Weil diese Entscheidung, frei zu sein, es ist Verantwortung für mich selbst. Und ich muss es übernehmen, wenn ich wirklich diese Freiheitsgefühl spüren kann oder weiterbringen kann oder weiterentwickeln kann. Und irgendwie ist es immer, es steht immer eine Wahl. Weil frei zu sein, es ist immer schwieriger als alles akzeptieren, was schon da ist. Ja, wenn man sich mit sich selbst verbindet und man macht was das Herz will. Ne? To be free means not to sleep outside of power relations. But to participate in the rape and impregnation of one's own subjectivity. Freedom as a resource of power is connected with the regime of truth, which produces certain creatures and allows and legitimizes a certain rationality of government.
ist Strukturieren für mich. It is interesting to see how the truth and practices of freedom differ in this place. As an exercise in futility. Freedom is the ontological condition of evil. Freedom is beauty. Freedom is art.